Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Wellheim. Wir haben in der letzten Folge hier mit dem Dach weitergemacht. Ging etwas schleppend voran. Aber dafür hoffe ich, dass es jetzt vielleicht ein bisschen schneller geht. Obwohl wir auch nicht mehr so viel Holz haben. Wir müssen mal gucken, wie wir das hier am allerdümmsten anstellen, damit das Ewigkeiten dauert und ihr euch jede Folge ärgert, dass ich so lahmarschig bin. Und zwar bauen wir jetzt hier noch einen Balken drauf. Dann brauchen wir noch einen Balken. Und dann machen wir noch einen Querbalken drauf. Welchen hatten wir denn da drüben genommen? Den? Ja, ne? So. Damit das schon mal ein bisschen besser gestützt wird. Und dann... Wenn wir das jetzt bauen, dürfte es doch nicht mehr rot sein, oder? Obwohl das gestützt wird, aber es wird halt von rot gestützt. Weil wir einfach hier unten müssten das am besten blau kriegen, indem wir auch unten noch Dings ziehen. Ich gehe mal hier durch. Und dann basteln wir vielleicht mal hier. Und hier ran wird es jetzt besser hier oben, ja, ne? Zumindest ein Stück weit. Mit dem hier drüben, auf dem steht's, glaube ich. Machen mal so und dann gehen wir mal hoch und gucken mal. Eigentlich müsste man das alles schon direkt beim Rohbau mit den Balken hochziehen und so weiter, aber ich bin halt auch kein Architekt. Das sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser aus. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es mega geil ist, aber es ist schon mal ein bisschen besser. So, aber der Spaß hier ist immer noch rot. Das ist alles noch grün, grün. Dann wird's scheiße. Ja, ärgerlich, ne? Was machen wir denn da jetzt am dümmsten? Dass jetzt gleich rot wird, wo es hier nochmal gestützt wird, finde ich krass, aber es ist halt zu hoch, ne? Das heißt, wie können wir das verstärken? Verstärkt das... Hier nochmal einen Zwischenbalken, wahrscheinlich eher nicht. Nicht wirklich, nee. Können halt auch nur zu einer gewissen Höhe bauen. Weil ja ab 4 so ein Balken wird es dann halt ekelhaft. Wie wir das dann am besten jetzt hier stützen, dass das nicht abbricht. Eine verdammt gute Frage. Können wir hier noch was dran bauen? Noch so einen halben mit dran. Ja, jetzt wird es langsam grün. Hä? War doch gerade grün. Das Spiel verarscht mich, merkt ihr das? Das wird... Ne, fällt direkt wieder ab. Ja, gute Frage, Leute. Ich dachte eigentlich, ich kenne mich mittlerweile ein bisschen mit der Statik aus. Aber da habe ich anscheinend falsch gedacht. So, das ist noch grün, weil es 1. 2 ist auch noch grün. Dann wird es gelb, dann wird es rot. Das heißt, ab dem 4. können wir einfach nicht weiter. Das heißt, wir müssten ja eigentlich anfangen, hier unten ein bisschen zu stützen. Also hier oben besser gesagt. Das heißt, wenn ich jetzt hier so ein Ding nehme... Das hier dran bau. Und dann versperren wir uns ja den halben. Jetzt wird da auch schon wieder alles rot und scheiße hier. Ich glaube, das ist gerade schon wieder richtig großer Fusch, den ich hier betreibe. Wird das jetzt irgendwie besser dadurch da oben? Ach, shit. Lasst uns nochmal gucken. Wir gehen jetzt erstmal in der Nacht schlafen. Damit wir mal wieder einen klaren Kopf kriegen und uns vielleicht eine bessere Lösung einfällt. Hoffe ich doch zumindest. So groß haben wir halt noch nie gebaut, dass wir Stützbalken brauchten. Vielleicht wäre das auch irgendwie besser. Glaube ich nämlich auch fast. Wenn wir nicht die Dinger nehmen.
sondern wir können doch auch mittlerweile hier Holzpfähle bauen. Brauchen wir halt Kernholz dafür, aber ich glaube, die Holzpfähle, die sind stabiler, auf die können wir mehr bauen. 60 zumindest. Ich will jetzt nicht lügen, müssten wir ausprobieren, aber ich glaube, dass die besser geeignet sind dafür. Das wird doch schon wieder alles hier oben rot und Mist und... Das ist halt noch grün. Naja gut, das Problem ist halt auch so ein bisschen... Ne, blau ist es. Das ist auf dem Fundament, definitiv. Das heißt, das ist alles grün. Huch. Das haut alles hin. Na, wir müssten ab hier dann wieder verstärken. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht wie. Wie machen wir das? Weil das hält hier gar nichts. Das bringt absolut nichts, obwohl das hier mit dem Boden verbunden ist. Aber ab hier wird es halt gelb und das ist halt Mist. Hier ist halt noch grün. Aber das jetzt noch weiter zu stärken, noch mehr Balken, halte ich eigentlich für Quatsch. Wird ja nicht besser dadurch da oben, oder? Es ist wieder orange. Komisch, dass das manchmal nicht orange ist. Manchmal ist es orange. Also das hier, hoch, war auf jeden Fall völliger Quatsch. Könnte natürlich mal gucken, dass man jetzt von dem Ding hier aus nochmal diesen macht. Ja, hey. Sieht halt absolut uncool aus. Ne, jetzt ist wieder rot. Ich begreife das nicht. Warum wird denn das erst grün? Warum wird das jetzt nicht stabiler dadurch? Jetzt ist wieder grün, jetzt wart mal kurz, jetzt wird's hell, jetzt wird's orange, jetzt wird's rot. Wird halt einfach nicht besser dadurch. Guck mal, wenn wir so eine schöne Sachen hier bauen, sieht eigentlich ganz cool aus. Aber es wird absolut nicht besser dadurch. Wo ich es eigentlich echt hübsch finde. Könnte man so lassen. Ja, gute Frage. Wir könnten das natürlich mit den Holzpfählen nochmal probieren. Dafür bräuchte man jetzt Kernholz. Das habe ich leider nicht hier. Ein dunkler Wald ist ja auch nicht in der Nähe. Und wir kriegen ansonsten ja nur Edelholz aus den Birken. Das bringt nicht so viel. Lasst mich mal noch ein was ausprobieren. Ach, ein Hammer kaputt. Natürlich, warum auch nicht? Dass man das hier nochmal stützt? Ich glaube fast nicht, dass das was bringen wird. Halt auch echt riesig, die Balken, ne? Können's ja mal so lassen. So, und zwar, was wollte ich machen? Ich wollte hier den Balken nochmal drunter setzen. Der ist ja jetzt schon rot. Na gut, ist klar, wir bauen ja auch von oben nach unten. War vielleicht nicht ganz so schlau. Ach, Mann. Ärger mich doch nicht. Aber ich weiß doch sonst nicht, wo ich das hier unten ansetzen muss. Wird doch sonst alles krumm und schief. Siehste, sag ich doch. Aber es wird auch nicht besser dadurch. Es bleibt alles rot. Egal wie wir es drehen und wenden, es wird nicht besser. Und schnell den noch drunter. Ach, Mist. Wir könnten den jetzt natürlich... Das ist aber wirklich... Das ist richtig, richtig großer Fusch, den wir hier schon wieder betreiben. Der setzt sich hier gar nicht richtig ran. Eher so dann. Aber ihr seht es, das bleibt alles rot.
Hier, irgendwas stimmt hier nicht. Es tut mir leid, so gut kenne ich mich mit der Statik dann auch nicht aus. Ich dachte, ich habe so ein bisschen den ganzen Spaß hier begriffen im Spiel. Und ja, mir ist schon bewusst, wir kommen halt von ganz unten. Das hier wird halt gestützt. Dann kommen hier zwei Balken und ab dann wird es halt Mist. Ab dem wird es halt rot. Weil wir unten zwei Balken haben, dann hier zwei Balken. Guckt der Balken hier raus. Ach, das ist alles teilweise wirklich ein ganz schöner Krampf in dem Spiel. Hübsch finde ich es, aber das Dach wird im Leben nicht so halten. Und ehrlich gesagt weiß ich gerade nicht wirklich weiter, wie wir hier am besten das Dach stabil kriegen. Also das können wir auf jeden Fall schon mal wieder alles wegmachen. Das war alles völliger Quatsch. Weil wir sind, was sind wir denn hier? Wir sind auf dem Dings. Hier sind wir halt schon gelb. Ich weiß halt nicht, ob wir einfach zu groß bauen für Holz. Wir können das, wie gesagt, mit diesen Pfählen noch probieren. Das ist mir schon klar. Aber ich habe halt gerade kein Edelholz. Das ist ja auch schon direkt rot. So kriegen wir es. Es ist trotzdem, das ist dann schon orange, obwohl wir es hier gebaut haben. Das hat ja dann auch nicht viel mit Pfeiler zu tun, ne? Nee, es tut mir leid, Leute. Wir müssen hier erstmal Schluss machen mit der Weiterbauerei. Ich möchte mich jetzt nicht drüber aufregen und jeder, der weiß, wie es funktioniert, wird mich wahrscheinlich auslachen. Und bevor wir jetzt hier noch extremst lange dran rumverschwenden, lasse ich das erstmal und belese mich nochmal ein bisschen oder guck mir mal noch ein paar Videos an, wie wir das hier besser hinkriegen. Wer sich wundert, was ich jetzt gerade mache, wenn Holz offen liegt, also sprich noch kein Dach und so drüber ist, wo wir das zwar hier schon haben, aber hat anscheinend noch nicht gereicht, dann vergammelt das langsam. Ihr seht das, bis zu 50% von der Qualität geht's runter und dann wird das so gammelig. Kaputt gehen tut's nicht. Aber schön aussehen tut's auch nicht. Wo man jetzt hätte hier vielleicht mal ein Muster reinmachen können aus dem Holz. Naja, jetzt ist zu spät. Muss man halt einfach nochmal mit dem Hammer drüber gehen. Dann wird das wieder alles ein bisschen schöner. So, na gut. Zumindest haben wir das Vordach hier ein bisschen dran. Schön sieht's alles noch nicht aus. Aber da machen wir dann einfach später mal mit weiter. Bevor wir uns jetzt hier zu lange dran aufhängen. Gut, dann würde ich sagen, wir laufen einfach mal Richtung Sumpfland. Und gucken mal, was uns dort so Schönes erwartet. Ich das Holz mal noch wegpacken. Den Sumpfland-Schlüssel haben wir jetzt allerdings nicht mit. Den habe ich noch in der ersten Basis liegen. Den brauchen wir dann für die Dungeons oder sowas in der Richtung. Aber ist ja nicht wild. Wir können ja erstmal so ein bisschen gucken gehen. Und dann machen wir hier später mal mit dem Häuschen weiter, aber das freut ja niemanden von euch, wenn ich mich hier drei Folgen dran aufhänge. Und die Balkenkonstruktion nicht hinkriege. Vielleicht brauchen wir halt wirklich nur Kernholz und müssen diese Pfähle errichten. Dass das ein bisschen besser hält. Huch. Waren wir hier schon gucken? Nö, waren wir noch nicht. Vielleicht gibt es ja auch im Sumpfland Kernholz. Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, wenn das so eine dicke Eiche ist, könnte das auch Kernholz sein, ne? Kann auch sein, dass ich gerade Quatsch erzähle. Aber ich glaube, es hat nichts mit den Pfählen zu tun, sondern entweder stimmt da mit dem Fundament was nicht richtig, obwohl es eigentlich auf Blau steht.
Zumindest dort, wo wir die Pfeiler gebaut haben, ist es blau. So, ja, wir haben Edelholz. Sehr gut. Na komm, dann probieren wir das jetzt doch noch schnell aus. Und gehen die nächste Folge dann mal ins Sumpfland. Guck mal, wie viele Hirsche. Wie schön. Ach, und eine Sache wollte ich eh noch machen. Können wir jetzt gleich noch mit dem Anschluss erledigen und dann gucken wir mal, ob das mit den Holzpfählen besser klappt. Und wenn nicht, dann muss ich da halt auch nochmal den Dr. Google befragen. Und den Fermentierer wollten wir unbedingt bauen. Seit Tag 1 nervt mich dieser Ausdauerbalken da unten. Und ich freue mich, wenn wir endlich was dagegen tun können. Aber es wird schon alles mal noch schön werden. Auch wenn es gerade eine schwere Geburt ist. Aber ich sehe das schon. Hier die Riesenhütte. Mit dem Dach ist doch eigentlich auch ganz geil geworden, dass das da so rausguckt. Also die Seite ist natürlich noch nicht so geil. Aber so hatte ich es mir halt vorgestellt. Und zwar wollte ich mit euch nochmal eben fix hier rüber. Dann guckt mal, was da Schönes hängt. Das habe ich nämlich entdeckt, kurz bevor ich aufgenommen habe. Und hier noch ein bisschen Holz sammeln war und dachte mir, na Mensch, das nehmen wir doch direkt mit. Und dann haben wir doch schon unsere ersten Bienen. Hier in der neuen Basis. Weiß noch nicht, wo wir sie hinhängen. Habe ich das Holz wieder... Nee, Holz haben wir noch. Bin mir halt noch nicht ganz sicher. Ich würde sie jetzt erstmal provisorisch irgendwo hinballern. Vielleicht hier drüben dran. Na? Was machst du? Ja. Das kann weg. Wir hängen die jetzt erstmal hier hin. Hauptsache, die produzieren schon mal ein bisschen Honig. Und dann probieren wir jetzt nochmal, ob diese Holzpfähle wirklich stärker sind oder nicht. Wie? Ach, wir brauchen Kernholz und wir haben Edelholz. Ach, ich bin aber auch... Ach, shit, zwar Edelholz. Ach, ich bin manchmal aber auch bedeppert, ey. Gut, dann war das doch sinnlos. Entschuldigung. Dann müssen wir doch in den dunklen Wald. Oder wir schaffen es in der Folge noch. Kommt, wir probieren das jetzt noch schnell aus. Ich hab's euch versprochen. Wir beamen uns mal fix zurück. Wir haben ja, glaube ich, noch Kernholz in der alten Basis. Lass mal zumindest das nochmal ausprobieren. Und wenn nicht, dann muss halt wirklich anscheinend nochmal an der ganzen Grundkonstruktion irgendwas verändert werden. Damit das alles hinhaut. Wie haben wir das denn hier gemacht? Wir haben direkt mit Balken vom Boden ausgestützt, ne? Das waren ja... Das ist ja sogar alles blau. Alles noch Fundament, ne? War natürlich echt krass, was wir hier gemacht haben. So, haben wir hier 2 Kernholz, hab ich. Nee, gut. Normales Holz. Nein, mit 2 Kernholz kommen wir nicht weit. Mehr haben wir von dem Zeug leider nicht. Dann müssen wir an der Stelle wohl doch sagen, dass das diese Folge nichts mehr wird. Das ist natürlich krass. Das ist mit dem Boden verbunden hier. Aber hier dann nicht mehr. Ja, auch nicht. Ja, auch nicht. Nee, das ist auch alles grün. Warum hat es denn das jetzt gerade von drinnen als blau angezeigt? Ich glaube, das Spiel möchte mich verarschen. Gerade von drin geguckt haben, hat er mir gesagt, dass die Balken blau sind. Was, habe ich jetzt geträumt? Habe ich doch nicht geträumt? Anscheinend lädt er da irgendwas nicht richtig oder keine Ahnung was. Aber nee, hier wird es dann auch ganz schön unstabil. Oder instabil. Naja, gut, ich werde mich mal noch ein bisschen belesen. Tut mir leid, dass wir hier so lange rumgeeiert haben. War wirklich nicht mein Ziel. Aber mal gucken, wie man so eine Größen an Gebäuden am besten verrichtet. Vielleicht brauchen wir wirklich auch Stein oder so andere Sachen, mit denen wir da ein bisschen besser vorankommen.
Wir werden sehen. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.